Yeah, das Warten hat ein Ende. Die EM hat begonnen. Deutschland gegen Polen. Passt mal auf. Wir herzlich willkommen zur zweiten Sommermärchenstunde. Deutschland, Polen. Rückspiel in der ersten Runde. Ja, schon bei der WM war das schweres Punkte. Gleich die erste Minute, Schrecksekunde. Doch dann Pass von Klose. Was ne Chance. Noch bisschen präziser und ihr macht die Tore. Also Gomez, Klose, Holdi, drin. Das wollen wir sehen. So soll's beginnen. Ey, was flüstert Gomez in der Nacht ins Ohr? Ey, das war knapp am Abseitstor. Aber das stimmt's im Team. Da macht jeder mit. Ob der Clemens Fritz am Ende Geld für Kilometer. Doch die Polen waren nie weg, sie waren immer im Spiel. Und in der zweiten Hälfte wird's eine echte Zitterpartie. Hilft kein Diskutieren, hilft kein Nägel kauen, hilft nur abseits pfiff und daneben hauen. Und dann im 16-Meter-Raum Ballack mit dem Torschuss. Der wäre drin gewesen, wäre da nicht die Hand von Borussia. Doch dann schon wieder Poldi mit dem linken Hammer. Nur daheim in Polen, da schimpft die Mama. Was für ein Traumpass von Klose, so kann's gehen. Die einen feiern und die anderen wollen's nicht sehen. Keine Gegentore, aber zwei für uns. Bitte, bitte, bitte macht so weiter, Jungs. EM 08, ein Traum, ein Ziel. Hey. Wir lieben dieses Spiel. Dribbling, Flanke, Kopfball, drin. Holt das Ding. EM 08, ein Traum, ein Ziel. Hey. Wir lieben dieses Spiel. Dribbling, Flanke, Kopfball, drin. Holt das Ding. Es war die Blumentopf-Reportage zum ersten Spiel gegen die Polen. Wir sehen uns wieder beim zweiten Spiel gegen Kroatien. Willkommen zur zweiten Blumentopf-Reportage. Deutschland gegen Kroatien, ein trauriger Tag, hört selbst. Jetzt mal unter uns, waren das wirklich unsere Jungs? Dieselbe Elf vom Polen-Spiel, wo war die Fußballkunst? Das direkte Spiel, die Doppelpässe, ey, wo waren sie nur? Statt Wunder von Bern, Albtraum von Klagenfurt. Immer ein Kroate frei, zu viel Platz, zu viel Zeit. Flanke Pranjic, uns Hirner macht ihn uns rein. Ey, das darf doch nicht sein. Er macht ein Tor vor der Halbzeit. Und Ballack steht nur neben sich. Und Gomez ist nur im Abseits. Heute klappt ja gar nichts, so schau mal da der Bilic. Kann das etwa sein, dass der Voodoo mit im Spiel ist? Da muss man sich durchbeißen. Schluss mit Nervenflattern. Schwerstarbeit für Metzeld, Alarm und Mertesacker. Doch dann der Hoffnungsschimmer. Schön aufs Tor gezimmert. Solche Dinger brauchen wir, doch dann kommt's noch schlimmer. Stockfehler, Fehlpässe, leichte Ballverluste, Pfosten, Olic. Heute gibt's die kalte Dusche. Aber Schweinsteiger weiß gerade an den schwierigen Tagen, empfiehlt es sich für einen Kapitän eine Binde zu tragen. Ey, Yogi dirigiert und schon klappt es besser. Poldi nimmt den Volley, Anschlusstreffer. Weiter so, jetzt seid ihr auf dem richtigen Kurs. Das Spiel geht nur 90 Minuten, Mann, das ist doch zu kurz. Jetzt nochmal alles nach vorne werfen, es ist doch schon wurscht. Aber dann brennt dem Schweini die Sicherung durch. Ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren. Scheiß drauf, Jungs, komm, Blick nach vorn. Yeah. Egal ob Gruppenerster oder Gruppenzweiter. Hauptsache unser Team kommt eine Runde weiter. EM 08, ein Traum, ein Ziel. Hey. Wir lieben dieses Spiel. Dribbling, Flanke, Kopfball, drin. Holt das Ding. EM 08, ein Traum, ein Ziel. Hey. Wir lieben dieses Spiel. Dribbling, Flanke, Kopfball, drin. Holt das Ding. Eins verloren ist keins verloren. Gegen Österreich geht's definitiv anders aus. Wir sind dabei und drücken die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen zur vierten Blumentopf-WM-Reportage zum Spiel Deutschland gegen Österreich. Check das. Ey Mann, viele hatten Angst vor einer Riesenblamage. Aber jetzt ist es geschafft, bis in dem Viertelfinale. Es war kein starkes Spiel, es war ein Arbeitssieg. Aber so kommen wir sicher nicht nochmal nach Wien. Ich mein ehrlich mal, wie kann man den nicht treffen? Na, dass das nichts war, weiß er selbst am besten. Yeah, es war das Spiel der ungenützten Möglichkeiten. Und wir können uns bedanken bei den Österreichern. Denn im Abschluss waren die zum Glück zu harmlos. Und unsere Abwehr war ein Stück zu planlos. Und in der Coaching-Zone gab's noch richtig Ärger. Platzverweis für Löw und für Hickersberger. Letzte Woche noch den Schweine, die eine Witten gelegt. Und dann einmal diskutiert und schon sitzt er daneben. Aber das ist kein Problem, wir haben ja Hansi Flick. Klose Hackentrick. Ey, wieso denn Abseits drin? Aber wenn's drauf ankommt, dann ist Ballack da. Und ballert ihn rein mit 120 km/h. Yeah. Da stehen den Gastgebern die Haare zu Berge. Servus Österreich, habe die Ehre. Nein, nix war's mit dem zweiten Cordoba. Nur ob das reicht gegen Portugal. Es war eine Steigerung, es war ein Leistungssprung. Ey, ihr könnt noch mehr, bitte zeigt es uns. EM 08, ein Traum, ein Ziel. Hey. Wir lieben dieses Spiel. Dribbling, Flanke, Kopfball, drin. Holt das Ding. EM 08, ein Traum, ein Ziel. Hey. Wir lieben dieses Spiel. Dribbling, Flanke, Kopfball, drin. Holt das Ding. Wow, es war knapp. Ein Tor, aber es hat geklappt. Jetzt geht's gegen Portugal. Daumen drücken, wir schaffen's.
Blumentopf mit der Reportage zum Viertelfinale. Deutschland gegen Portugal. Pass mal auf. Yeah, es war unglaublich. Es war Wahnsinn. Es war kolossal. Es war das Viertelfinale gegen Portugal. Es war die richtige Taktik und ein sicherer Lehmann. Ein Team in Topform und ein Sieg für den Trainer. Es war Selbstvertrauen pur, ein Hammerbeginn. Es war One-Touch, Doppelpass, Flanke und drin. Es war wie aus dem Lehrbuch, Fußball-Feinkost. Jubel in der Skybox, super Freistoß. Der Knotenplatz, der Klose macht's. Hand aufs Herz, Jungs, so macht Spaß. Doch auch die Portugiesen können mit dem Ball umgehen. Kann ich nochmal diesen Hackentrick von Ronaldo sehen? Guck, die streicheln das Leder. Guck, die Ballstaffetten. Jetzt nur kein Fehler, das 2-0 in die Halbzeit rennen. Nur nicht hinten reindrängen lassen von den Portugiesen. Die können nicht nur zaubern, die können auch Tore schießen. Weitermachen, Jungs, werdet nicht nervös. Schweini findet Ballack, Flick sucht Löw. Mensch, ist das schön. Mann, war das knapp. Doch dann Postiga, der den Anschluss macht. Ey, durchhalten, Jungs, es ist gleich vorbei. Jetzt pfeift schon Schiri. 3-2. Was für ein Spiel, was für ein Treffer. Und unser Cowboy lacht als letzter. Endlich wieder Gänsehaut. Danke Jungs, ey das war ein Traum. EM 08, ein Traum, ein Ziel, hey. Wir lieben dieses Spiel. Dribbling, Flanke, Kopfball, drin. Ibianari, holt das Ding. EM 08, ein Traum, ein Ziel, hey. Wir lieben dieses Spiel. Dribbling, Flanke, Kopfball, drin. Ibianari, holt das Ding. Die Bergtour geht weiter, nur noch 2 Etappen. Und es ist alles drin bei der Leistungssteigerung. Also auf ins Halbfinale. Okay, hier ist wieder Blumentopf mit der Reportage vom Halbfinale. Deutschland gegen die Türkei, 3-2, ein Traum. Yeah, es war ein echter Fußballkrimi. Es war nix für schwache Nerven. Von der Favoritenrolle war uns gar nichts anzumerken. Hey, was brauchen die, um wach zu werden? Warum sind die so nervös? Wo ist die Präzision? Und der Balldrehen für Jogi Löw? Hey, warum geht da nix? Warum sind die Türken besser? Kasim, Latte, Voral, Führungstreffer. Hey, ziehen die uns die Hosen aus? Alter Mann, ich glaube es nicht. Schweine mit dem Außenriss, was für ein Traumangriff. Die Türken wollen auch nach Wien. Hey, ich spiel ein Powerplay. Da muss man den Kopf hinhalten oder mit der Faust hingehen. Dann der 16er im 16er. Schiri jetzt pfeif. Braucht man nur Augen und kein Videobeweis. Aber abhaken, weiterkämpfen, los jetzt gilt's. Ey, Hitzelsberger Fernschuss, wo ist das Bild? Mann, es geht ums Finale, haut das Ding ins Netz. Da, Ballack mit dem Freistoß, das Bild ist weg. Ey, das darf doch nicht sein. Wir sind noch live dabei. Und dann Klose mit dem Kopf, 2-1. Doch man muss sich immer fücken vor den Last Minute Türken. Ey, kann man die Spielzeit nicht ein paar Minuten kürzen? Mann, wir haben's ja geahnt und es kam, wie es kam. Doch zum Glück haben wir den Last Minute lahm. Was für ein Treffer, ist das der Sieg? Schlusspfiff, ey das ist das Ticket nach Wien. EM 08, ein Traum, ein Ziel, hey. Wir lieben dieses Spiel. Dribbling, Flanke, Kopfball, drin. Ibianari, holt das Ding. EM 08, ein Traum, ein Ziel, hey. Wir lieben dieses Spiel. Dribbling, Flanke, Kopfball, drin. Ibianari, holt das Ding. So Leute, jetzt mal ganz ernst. Was heißt ein gewonnenes Halbfinale? Ganz einfach. Am Sonntag Finalteilnahme. Traum! Tja, und am Sonntag könnte dieser